machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Nun gut. Wo ist denn hier der sogenannte Wolfskönig? Ja. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Hab ich doch gesagt, Hänsel und Gretel. Ist lustig, einige Geschichten von Sapkowski sind ja... Hier lang! Durch die Höhle! Ja. Geh voran! Sind ja tatsächlich von solchen Märchen inspiriert. Zum Beispiel das kleinere Übel. Mit der Schlechter von Blaviken und so. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Ach, wie süß. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Was? Hallo? Kann ich? Hallo? Hilfe? Na, komm her. Well, that was easy. Mann, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka! Du kannst rauskommen. Na komm! Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Du
Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Oh Gott, das werden ja immer mehr. Okay. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Ah ja, mit ihrem Kram. Der Typ weiß Bescheid. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Entschuldigung. Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Super Satz. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Nun gut. Das heißt, wir dürfen wieder ein bisschen Detektiv spielen. Yay. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das mal vor. So eine Trophäe.
Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Mhm. Werd's mir merken. Na gut, was haben wir denn hier so Schickes? Was haben wir denn hier? Ein Goldring, ein paar Perlen, Tintenfass. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Einen rostigen Schlüssel. Und Weihrauch. Interessant. Räuchermittel. Und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Okay. Was haben wir hier? Was? Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? So, da habe ich gerade noch mal ein bisschen Zeug mitgenommen. Huch, was? Da liegt doch noch was. Ach, was soll's. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja noch die Briefe lesen, die wir da bei der Bratpfannen-Quest gefunden haben. Na, mache ich auch noch früh genug. So, was haben wir denn hier? Puppe. Was ist denn ein Naschwerk? Oh Gott. Der letzte Wunsch, immer noch schön. Ach, die wilde Jagd, auch schön. Enthält Zusatzinformationen. Mache ich alles? Was ist das? Vergilbtes Tagebuch. Da, hier, Naschwerk. Essen, regeneriert Vitalität. Ach, das ist... Ach so, das ist ein Schokoriegel oder so. Okay. Naschwerk. Auch schön. Huch. Aha, da. Oho. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Eine Voodoo-Puppe. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. So, aber irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Oh. Hier riecht's. Oder auch nicht. Hä? Na, whatever. So, ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas übersehen habe oder so. Ansonsten gehe ich mal der Duftspur nach. Der Duftnote. Nee. Okay, hier ist absolut nichts mehr. Na dann. Auf der Duftnote nach. Ah. Da sehe ich sie doch schon. Aha. Kann ich ein bisschen laufen? Was zum? Geh mir aus dem Weg. So, wo ist denn... Hol den Sonderling raus. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und... Lass ihn mal stecken. So. Gott, wo geht denn der Scheiß hier hin? Oh Gott, so viel Loot. Abgeschlossen. Aha. Dafür war der Schlüssel. Na nö. Kann ich? Ah. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Wählen erreicht. Okay.